Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei Denken. So, wir haben in der letzten Folge die Feldarbeit ein bisschen ausgeweitet, beziehungsweise also die Felder, ne, ein bisschen größer gemacht. Und da müssen wir natürlich noch ein bisschen weiterarbeiten. Ob ich genug Früchte esse? Wahrscheinlich eigentlich schon. Ich mag Obst sehr gerne. So, Bananen. Dann schauen wir mal. Dann waren wir ja noch ein bisschen auf der Suche nach Erzen und haben für den letzten Sprinkler, der uns dann eben halt fehlte, das hier noch alles fertig gemacht, ne? Und jetzt gucken wir gleich mal, wir brauchen Vogelscheuchen, ne? Jetzt ist die Frage. Da. Dann brauchen wir Melone und Benifix. 8 Stück. Bei dem anderen auch? Ja. Also brauchen wir eine ganze Menge Spinifix. Oh, aber habe ich das hier drinnen? Ja, hier ist es zumindest drinnen. Ne, dann brauchen wir ein bisschen Gammut und dann brauchen wir, wir nehmen wieder 2 Kürbisse und 2 Melonen. Das ist das falsche Haus. Hui, zack. No. 1, 2. Ne, für die Vielfalt, für die Abwechslung machen wir das doch sehr gerne. So. Und dann stellen wir uns jetzt die beiden Vogelscheuchen her. Genau, dann können wir die nämlich auch gleich noch aufstellen, ne? Und dann ist das dann auch schon mal erledigt. So. Von die wären cool. 25. Ui, das ist doch eine ganze Menge. Hätte ich jetzt nicht erwartet. So, die müssen darüber. Die kommen da wieder rüber. Ah, und jetzt brauchen wir natürlich noch mehr Cobblestone, ne? Weil wir haben ja da angefangen mit dem Weg, aber das hat ja nicht gereicht. Da brauchen wir auf alle Fälle nochmal so ein bisschen was. Und zauntechnisch, glaube ich, brauchten wir auch nochmal ein kleines bisschen. Nicht mehr viel, aber ein paar haben noch gefehlt. So, dann hätten wir das jetzt dann. Genau. Dann brauchen wir doch nochmal, ne? Nägel und Bretter. Das sind Perlenschätzelein. Genau, wie gesagt, ich glaube, viel war es nicht. Machen wir mal 2. Und dann müsste das eigentlich reichen. Dann sollten wir eigentlich genug haben. Gut. So, dann hätten wir hier die Sachen, die wir zum Aufstellen brauchen. Sehr schön. Genau, dann fliegen wir jetzt erstmal rüber, machen da drüben erstmal alles fertig. Und dann, jo, geht's weiter. Gucken wir mal, ne? So. Aber das wäre schön, wenn das dann jetzt erstmal so weit abgeschlossen ist, dass wir das theoretisch auch anpflanzen könnten. Oh, schön. Ja, oh, bisschen zu spät. Ne? Ja, müssen wir halt ein bisschen. Müssen wir halt heute ein bisschen selbstständig gießen. So, und jetzt müsstest du dahin. Genau, dann fängt mal an. Oh, ja, oder auch nicht. So, genau. Dann, warte mal, pass mal auf, dann machen wir das jetzt so, dass wir erstmal den Cobblestone-Weg zu Ende machen. Oh, ist doch noch ein bisschen mehr, wie ich gedacht habe. Ich hatte jetzt echt gedacht, dass wir nicht mehr so viel brauchen, aber naja. Müssen wir wahrscheinlich nochmal ein bisschen nachmachen. So, und dann brauchen wir natürlich dann auch die Laternen und so, ne? Dass wir. Das war nicht richtig. Ach, Kiralein. So. Und so. Ja, ich glaube, das wird nicht reichen. Aber gut, das ist jetzt halt so. Bisschen brauchen wir noch. Okay, na gut. So, das. Aber es sind halt einfach nochmal eine ganz große Menge an Feldern. Also werden wir dann heute bestimmt nochmal ein bisschen bei Rain einkaufen müssen. Es ist ja Gott sei Dank Mittwoch.
Heißt, wir haben auch auf alle Fälle die Möglichkeit, bei ihr einzukaufen. So. Oh, hoffentlich geht das gut mit der. Aber ich denke, das kriegen wir noch hin, ne? Ich glaube schon. Aber cool ist es. Gefällt mir gut. Also, ne, nachdem ich jetzt gesehen habe, wie viel wir über Jimmy dann halt einfach zusammenkriegen, das ist dann schon... Oh, das ist hier aber nicht schön, ne? Naja. Oh. Schafft das meine Hacke, ist die Frage. Schafft sie das oder schafft sie das nicht? Eidewitzke. Oh, knappe Geschichte. Aber sie hat es doch noch geschafft. So, und dann wären wir hier. Ja, ich meine, wir können ja sogar hier bleiben. Also wir müssen ja nicht in die Mitte gehen. Das können wir dann gucken, ob wir hier nochmal komplett Cobblestone machen. Und dann doch in die Mitte gehen oder was. Aber erstmal ist wichtig, dass es zu ist und dass wir sehen, dass wir eben halt doch noch ein bisschen Cobblestone brauchen. Und dann gibt es halt eine hier. Eine hier. Eine hier. Und eine hier. Genau. So, jetzt habe ich ja... Ach, ich hätte, drüben ist es ein bisschen tiefer gesetzt, ne? Drüben ist es tiefer gesetzt. Hm. Naja, machen wir halt heute mal nicht. Machen wir heute halt nicht. So, jetzt reicht's nicht, ne? Oh, zwei Stück fehlen. Okay. Da ist die Sense. Machen wir mal schnell. Versuchen wir mal noch schnell irgendwo zwei, Grassamen zusammen zu bekommen. Aber wie immer, ne? Wenn du es dann brauchst, kriegst du keine. Doch, da sind welche. Okay, passt. No, dahin. Sehr schön. Ja, wir lassen jetzt den einfach da oben stehen. Das ist schon in Ordnung. So, den Wassertank. Sehr nice. Okay, dann können wir anpflanzen. Grundsätzlich, hallo. Das ist Spring, das ist Winter, das ist auch nochmal Summer and Spring. Okay, also wir können hier eigentlich... So, das lassen wir da mal drinnen und dann machen wir hier... Mal gucken, wie viele. Ich bevorzuge natürlich die Potato Seeds. Da hinten sind aber allerdings auch schon wieder welche fertig. Muss, will, kann, soll ich die düngen? Nee, da ist alles fertig gedüngt. Okay. Dann sammeln wir jetzt erstmal die Kartoffeln ein. Und dann... Jo. Ne? Dann sammeln wir erstmal... Boah, krass. So viele. Machen wir jetzt hier erstmal... Wir haben jetzt den 18. Also wir haben auch noch genug Zeit, um die... normal anzupflanzen, ohne Dünger. Und dann müssen wir halt einfach ein bisschen mehr Dünger herstellen. Dann können wir das nächste Mal, beziehungsweise spätestens im Sommer, müsste dann das gut gehen, dass man das dann alles fertig düngt. Das ist jetzt eine fertige Watercane. Ah, guck mal, da ist doch noch Ast. Perfekt, sehr schön. So, dann, ja. Puh. Aber weißt du was, wir nehmen jetzt mal... Warte, ich glaube 75, ne? Ich glaube 25 sind es immer. Ich glaube 25 brauchen wir. So, und dann brauchen wir nochmal 10. Für das Tierfutter. Ne, dass wir da weitermachen. Und dann müssen wir mal wieder ein bisschen auffüllen, weil hinten ist dann doch schon nicht mehr ganz so viel. Ich glaube 25. Ja, perfekt. Genau, das heißt, da können wir dann demnächst auch nochmal ein bisschen gucken gehen, dass wir nochmal ein paar Muscheln sammeln. Huh? So, jetzt pflanzen wir aber hier erstmal alles an. Schön. So. Ja, da noch und da. Genau, und dann die nächste Reihe. Zack, zack, zack.
Jo, oder auch nicht, ne? So, da. Und da. Genau, dann machen wir hier nochmal. So. So. Und so. 40 Stück, das geht gar nicht auf. Da haben wir uns irgendwie verrechnet. So. Ein großes Kartoffelbild. Nee, es sind bloß 16. Das reicht nicht. Okay, na dann machen wir hier hinten einfach nochmal ein paar Zwiebeln. Das ist ja auch in Ordnung. Deswegen haben wir ja so viel geholt. Ne? Und dann, jo. Kein Problem. Wir müssen dann ja eh gleich nochmal zu Rain. Dann können wir nochmal neue kaufen. Weiß nicht, ob dann morgen schon die nächsten fertig sind, ne? Spätestens am Freitag sind die nächsten drüben auf dem anderen Feld fertig und dann ärgere ich mich wieder, wenn ich nichts geholt habe und von daher, ja. Schauen wir lieber mal bei Rain vorbei. Außerdem hat die ja immer diese Jacada oder was, Bäumchen. Ah, schön. Jetzt müssen wir nur noch gießen, ne? Und, oh, Geduld. Oh, Kira, jetzt musst du wieder ganz langsam machen. Finger weg von der Tastatur. Okay, gut. Ja, das kostet immer wahnsinnig viel Überwindung, da sich nicht zu bewegen. Also das so ganz entspannt zu machen. Nein! Oh nein! So. Ah, jetzt weiß ich wieder, warum ich drüben noch ein bisschen Wasser hin habe, weil wir haben jetzt hier gar keinen Brunnen, ne? Ich weiß gar nicht. Ach, naja, okay. Da drüben ist Wasser. Wenn das nicht reicht, hast du Pech gehabt. Na? Ja, gucke mal. No? Das reicht wahrscheinlich nicht, ne? Schade, fehlt eins. Aber grundsätzlich nett, schöne Idee. Ne? Dann haben wir immer Wasser hier, frisches. Und sieht nicht schlecht aus. Also, ja, wir machen das dann noch ein bisschen schick, ne? Dass wir den hinter den Wegen die Wiese noch machen und dann stellen wir natürlich Laternen auf, dass das nachts auch ein bisschen leuchtet und sowas, ne? Dass das alles nicht ganz so fad ausschaut. Kira. Ja, genau das habe ich halt gemeint, ne? Oh, Glück gehabt. Immer schön langsam und entspannt. Ja. Geduld ist eine Tugend und eine riesengroße Schwäche. Zumindest von mir. Hab doch mal ein bisschen Geduld. Mhm, du sprichst mit mir. Da ist das mit der Geduld eher so eine Sache. Ja. So, perfekt. Sehr schön. So, dann nehmen wir hier nochmal die nächsten 10. Und dann ist schon fertig, ne? Ja, perfekt. Habt ihr euch jetzt gerade das Futter geholt oder was? Nee, ich wollte gerade sagen. So, dann machen wir jetzt die Hälfte hier rein. Und die andere Hälfte, die nehmen wir dann mit, ne? Und dann... Jo. So. Und wisst ihr, was ich dann noch für eine Idee habe? Also wir vergrößern dann definitiv noch das Bienengehege. Das machen wir dann noch ein bisschen größer. Und wir machen dann hier hinten, weil es hier so viele Krokus gibt, habe ich überlegt, ob wir da eben halt mal so ein bisschen mehr mit Fallen arbeiten. Das wäre cool, glaube ich. Also das könnte ich mir gut vorstellen, wenn wir dann so einen Fallending hier hin tun. Also dieses Abgabeteil, dieses, keine Ahnung, Gedöns, ne? Und dann, weil ich jetzt gerade hier bin, ne? Oh, nee, wir müssen zu Rain, ne? Wir haben noch einen kurzen Moment. Aber die macht um 4 zu, das wäre jetzt echt blöd, ne? Und dann kann man hier hinten einfach so ein paar Fallen und sowas aufstellen. Da geht's runter. Genau, und dann kann man nämlich die blöden Krokodile hier nämlich alle immer fangen und dann direkt da abgeben.
Genau, gucke mal. Dann machen wir hier nämlich nochmal so ein schönes Gebiet hin. Oh ja, das wird gut. Das wird schick. Ne, da machen wir dann, und hier machen wir dann halt einfach so einen Weg. Vielleicht machen wir hier hinten nochmal so einen zweiten Eingang. Das müssen wir mal gucken. Das weiß ich noch nicht. So, aber jetzt erstmal ab zu Rain. Sonst war das alles ein bisschen umsonst mit dem Gequatsche. Und dann gucken wir, dass wir nochmal ein bisschen Cobblestone machen. Dann machen wir das alles nochmal fertig. Und dann holen wir uns noch ein bisschen Gras und dann können wir da das Umliegende, die Laternen müssen wir dann noch machen und dann... Oh, Entschuldigung, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber gut. So, hallo, Kartoffeln, juhu! 10 Tage, boah, da haben wir aber Glück gehabt, ne? Mit den Kartoffeln, 28, also die müssten genau am 28. fertig sein. Holy Macaroli, also da haben wir jetzt echt richtig Glück gehabt. So. Ich weiß gar nicht, ich nehme einfach noch mal ein bisschen was mit. Was wir haben, das haben wir. Ich nehme jetzt noch mal 72 mit. Und dann, ne, was wir haben, das haben wir. So, da ist noch mal so ein schicker Baum. Ja, den will ich gerne haben. Den würde ich gerne aufstellen und aufbauen und dann... Genau. Weizen, ja, das können wir dann irgendwann auch noch mal machen. So, dann gehen wir kurz zu unseren Viechers rüber. Hat er auf? Ja, aber es ist wieder bloß so ein Ding. Das ist wieder nur so eins, aber gut, das macht nichts. Dann kuscheln wir hier ein bisschen. Wollen wir den Baum hier anpflanzen? Das schaut bestimmt richtig, richtig cool aus. Guck mal, das machen wir. Das machen wir. Den pflanzen wir jetzt hier an. Das sieht bestimmt richtig schick aus. Ja, ja. So, dann nehmen wir das alles mit. Die müssen wir da reinfüllen. Ja, ne, damit das schön weiterhin auch noch genug Essen für unsere Tierchen. Machen wir alles rein, dann haben wir erstmal eine ganze Zeit lang Ruhe. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. So. Entschuldigung. Oh, Mama, wieder ein Frosch gefrühstückt. Heidewitzka. So, schönen guten Tag. Ja, ja, ihr seid hier schon wieder drinnen in der Ecke. Ja, ich glaube, das ist hier zu eng. Wir machen das hier nochmal eins breiter. Das machen wir hier nochmal eins breiter. Und zwar muss ich das dann tatsächlich so machen. Und dann gibt es da kein Gestreit. Dann können die sich da nicht mehr durchquetschen, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Also, das ist jetzt so ein bisschen meine Hoffnung. Und dann müssen wir hier auch mal ein bisschen, ne? Also ich meine, es ist zwar grundsätzlich für die Tiere theoretisch nicht so schlimm, wenn das eben halt kein Gras ist. Aber schön ist halt trotzdem was anderes, ne? So, jetzt gucken wir mal schnell. Das da und das da. Ja, wie sie gleich die Freiheit schnuppern, ne? Guck dir das mal an, ey. Nein! Nein, 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 nein! Nein, geh weg! Nein! Komm her! Wie? Oh Gott. Nein! Oh. Na toll. Wieso reicht es jetzt nicht? Gott, ist das blöd gerade. Ja. Scheibenkleister. Also wenn ich jetzt ein Dingo frisst, ne, bist selber schuld. Scheibenkleister. Das ist nicht lustig. Jetzt brauche ich auch noch mal... So. Und Eimer nehme ich auch gleich mit. Dann können wir nämlich... Also hier, wir haben doch hier so eine Pfeife, oder? Aber das ist eine Wurmwürstel. Ich glaube nicht, dass das das Richtige ist. Ich probiere es trotzdem aus. Nee. Ah! Aber das müsste trotzdem gehen, oder?
Na, sag mal, hallo, Kira. So, Rain, Pech gehabt. Okay, gut, Gott sei Dank. Schwein gehabt. Na, sag mal. Ja, die finden das halt auch nicht so schön, ne? Die hätten halt lieber gerne doch ein bisschen, ne? Das ist ein bisschen anders. So, pass auf. Und jetzt können wir die nämlich hier, jetzt können wir das nicht dahinstellen, weil ich schon wieder im Wege bin. Jetzt bin ich zu weit weg. So, und jetzt habt ihr da nämlich eine Lücke und dann könnt ihr euch da reinquetschen und du gibst mir mal ein bisschen Milch. Dankeschön. So, ich hoffe, ich habe jetzt alle gestreichelt und geknuddelt und geknuffelt. Wieso sind es nur drei? Ah, da hinten ist noch eine. Jo. So. Ach, guck mal. Da ist das Viech. Okay. Na dann, willkommen in deinem neuen Zuhause. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das jetzt so weit reicht. Aber okay. Dann machen wir das wieder dahin. Und die Milch, die verarbeiten wir gleich zu Käse. Und dann tun wir das da alles noch mit rein. Und den Eimer natürlich, ne? Und dann, jo. Ist doch alles ganz, ganz nett. Ja, und wie gesagt, dann müssen wir hier natürlich dann noch ein bisschen was Grünzeugmäßiges hinmachen, dass das eben halt ein bisschen schöner ausschaut. Ne? Guck mal, können wir hier nicht gleich... Ich habe doch hier noch 6 von denen. So. Dann machen wir die da noch mit hin. Die da. So. Kurz Nächte ihr, ne? Ich glaube, ihr wollt ja schlafen gehen, ne? So. Na schau, ist doch gleich wieder ein bisschen anders, hm? Gut, das haben wir dann erledigt. Sehr nett. Das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht, aber gut. So. Ja, und dann müssen wir natürlich hier eben halt dann doch nochmal irgendwann... Also ich glaube, das mit den... Mit diesem Hardwood-Holz-Zaun, das ist nicht so... Ich glaube, das gefällt mir doch nicht ganz so gut. Das müssen wir dann wieder ein bisschen wegmachen. Aber grundsätzlich irgendwie... Ja, mal gucken. So, die holen wir jetzt erstmal zu uns. Dass die da nicht mehr so weit weg sind. Die können wir hier mit dazu packen. Genau, so. Und dann machen wir den Printer und den Compactor gleich da mal rein, dass die schon mal anfangen. So, und pass auf, dich mache ich jetzt einfach hier mit rein. Da ist nichts drinnen. Ei, jetzt geht das Sortieren los, ne? Ei, du Witzke. Die bringen wir dann morgen auf alle Fälle weg. Kokosnüsse. Gut. Okay. Dann, ich esse jetzt einfach mal schnell die Banane. Ist wieder ein Platz frei im Inventar. Oh, jo, es wird. Schön. Sehr gut. Laternen brauchen wir für morgen auf alle Fälle noch, ne? Dass wir das dann im Tag noch weitermachen können. Achso, ja, Cobblestone müssen wir natürlich noch fertig machen. Die Wurmfarm. Ja. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir die dann halt doch wieder da hinten aufstellen bei den Feldern, ne? Wenn wir da schon bei den Feldern bleiben. Fackeln will ich eigentlich keine. Das finde ich nicht so schön. So, von denen brauche ich dann nochmal 2 für hinten, ne? Für den, da wo wir jetzt bei den Tieren ein bisschen versetzt haben. Gut, so, und dann müssen wir natürlich so ein bisschen gucken. Ach, Mensch, ja, hier, guck mal, die haben wir doch. Die hatten wir doch
da hatten wir doch ein bisschen was gemacht. Okay. Naja, immerhin ein bisschen, ne? Und hier wird auch nochmal... Ja, mal gucken. Vielleicht mache ich die nochmal woanders hin, dass die wirklich direkt nebeneinander sind. Müssen wir mal gucken. So. Gut. Okay. Boah. Es wäre natürlich interessant zu wissen, wie viele... Hallo, guten Tag. Wie viele Samen-Grassamen wir haben, ne? Ob wir da schon die Möglichkeit haben, so ein bisschen weiterzumachen. Bäume pflanzen. Wäre auch auf alle Fälle eine Idee. So, gucken mal. Dann machen wir jetzt hier die Blumen mal kurz hin. Alles, was so total unwichtig ist gerade, ne? Ja. Also hier würde ich da tatsächlich sogar noch mehr Sinn sehen. Aber es sieht halt auch nicht so schön aus, ne? Glaube ich. Weiß ich nicht. Ja, kann man schon machen, ne? Grundsätzlich so ein bisschen abgetrennt. Ja, weiß ich nicht. Mal gucken, ob es mir in ein paar Tagen noch gefällt. Mal gucken. So, da sind unsere zwei grünen Kisten. Naja, 129 ist nicht mehr besonders viel, ne? Also, das ist schon echt wenig, muss ich sagen. So, das Bäumchen nehmen wir mal mit. Eieiei. Fern Seeds, okay, da können wir nochmal so ein paar... Das ist aber auch nicht alles so, ne? Oje, oje, oje. Viel ist nicht mehr. So ein bisschen. Wir können hiervon mal so ein paar verteilen. Ist vielleicht ganz nett. Mal gucken. Und davon noch mal ein paar, dass es ein bisschen leuchtet. Ja, mal gucken. Die Schaufel ist gerade wichtiger wie die Angel. So. Ach, guck mal hier. Haben wir jetzt einen Weg dabei? Nee. Also keinen, den ich benutzen kann, möchte, will. Okay. So. Passt es? Eigentlich schon, ne? Pass mal auf. Jetzt machen wir die hier mal weg. Pflanzen den dahin. Ach, das geht so nicht. Okay, also das ist das, das müssen wir so machen. Okay. Kein Problem. Dann kann mir gut vorstellen, dass der hier gar nicht so schlecht ausschaut. So. Da mal noch ein Blümchen hin. Da noch ein Blümchen hin. Und die müssen eigentlich weg hier, ne? Weil das ist tatsächlich eher ungünstig, dass die hier... Aber die wachsen halt, weil hier Wiese ist, ne? Schade. Da hätte ich echt... das hätte ich gern, dass das frei bleibt. Hallo. Naja. So, dann... Ja, warum nicht, ne? Das war's nicht. So. Schön. Wie gewollt und nicht gekonnt. Großartig. Ich meine, wenn es nicht passt, nicht gefällt, dann machen wir es halt wieder weg. Ist ja kein Problem, ne? Grundsätzlich sind wir da ja frei unserer Taten. Also, von daher. Ich glaube, ich würde hier nochmal einen Weg lang machen. Ich glaube, ich möchte das nicht einzäunen. Dann bist du so limitiert. Das
gefällt mir nicht so gut. Dann lassen wir das lieber so. So. Dann schauen wir mal. Hier. Ach, Kira, das war jetzt natürlich wieder ganz schlau gemacht. So, ein Bäumchen. Hier nochmal ein Bäumchen. Mal gucken, was das wird. So. Dann machen wir einen Fern hin. Und davor schmeißen wir die Schaufel, ja. Oh Mann. So. Ich meine, irgendwann müssen wir anfangen, ne? Das Zeug halt hinzuplatzieren. Hilft ja nichts. Da müssen wir gucken. Ich glaube, hier ist es fast zu eng. Ich glaube, dass, ob das dann so gut ausschaut, mal schauen. So, dann kriegst du hier noch ein Gambut-Bäumchen hin. Genau. Naja, guck. Hat doch gleich schon wieder ein bisschen einen anderen Flair, ne? Sobald es so ein bisschen was an Grün da ist. So. Und dann machen wir da nochmal ein Blümchen hin und da. Und dann wollte ich ja hier das noch machen, ne? So, und pass mal auf. Und jetzt will ich nur nochmal ganz schnell hier das letzte Stückchen mit denen fertig machen. Genau, da müssen wir mal kurz so. Ja. Jetzt hoffe ich bloß, dass die hier sich da nicht reinquetschen. Das wäre dann total schade. Was ist los, Rainy? Bist du gefangen oder was? Du kannst auch da wieder raus. Naja, wer weiß. So. Na, schau einer, guck. Jo. Nett. Okay. Naja, siehst du, dann haben wir ja heute wieder ein bisschen was geschafft und gemacht und getan. Sehr gut. Das passt hier, glaube ich, nicht so dazwischen, der Farn, oder? Weiß ich nicht. Aber warum eigentlich nicht? Eins, zwei, drei. Boah, als ob ich es gewusst habe, ne? Als ob ich es gewusst habe. So. Ich habe es nicht gewusst, okay? Wirklich nicht. Ich habe mich nicht heimlich hier hingestellt und habe ein bisschen gezählt. Alles klar. Na, schau. Gut, dann hätten wir das jetzt. Dann machen wir morgen nochmal den Rest von dem Feld fertig. Vielleicht erweitern wir schon ein bisschen die Bienen. Also zumindest das Feld von den Bienen. Das müssen wir dann mal gucken, wie ich gerade Lust habe. Und dann denke ich, auch können wir eigentlich mal wieder so eine kleine Muschelrunde oder sowas machen, ne? So ein bisschen am Strand lang. Hier unten ist so wahnsinnig viel. Vielleicht gibt es wieder ein paar neue Muscheln. Dann bräuchte ich aber meinen Jetski, glaube ich. Dann geht es ein bisschen einfacher. Na, wo haben wir den denn schon wieder versteckt, Kira? Wo haben wir den denn schon wieder hin? Eieieiei. Jo. Ne? Nicht hier. So viel ist so. So schaut's aus. Den haben wir. Da, gucke mal. Da ist der Jetski. So. Ne, mit den Animal Traps könnte ich mir gut vorstellen, da hinten so ein großes, so einen großen Bereich. Das könnte durchaus gut gehen. Gut, jetzt gucken wir mal schnell. Das nehmen wir natürlich mit rüber. Das Pro nehmen wir auch mit rüber. Hm. Ja, das Late, ich hab's gesehen. Kira, ich hab's gesehen. Dann flitzen wir jetzt ins Nachhause. Und dann räume ich hier nochmal schnell ein bisschen aus, soweit es halt so ein bisschen geht. Okay. Geht halt nicht. Müssen wir dann halt morgen früh hier nochmal ein bisschen sortieren, bevor wir dann weitergehen. Und dann, ja. Oh. So. Okay. Alles klar. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. War schön, dass ihr dabei wart. Lasst mir ein Däumchen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.